ganz geehrter Kollege Kollmann, vielen herzlichen Dank für die Einladung an meine alte Alma Mater. Ich bin sehr geehrt wieder, habe ein paar Déjà-vu-Erlebnisse und freue mich auch sehr, so viele bekannte Gesichter hier im Zuschauerkreis zu finden. Ja, ich wusste gar nicht, dass das Thema Zirkus ist. Ich werde also versuchen, den Abend ein bisschen Zucker zu geben. Ich hoffe, das gelingt mir mit meinem Vortrag. Ich habe den Vortrag etwas umgeschrieben, weil ich ein bisschen Probleme hatte mit dem Begriff Wildpflanzen, was da so genau damit gemeint ist. Und ich hatte jetzt überschrieben, nachhaltige Pflanzenverwälder in urbanen Räumen, in ländlichen Arten, in Chancen und Risiken. Wäre also ein bisschen mehr auf die Thematik der Neolithen hier eingehen. Ja, das ist mein Inhalt. Ich werde kurz was sagen, allgemein, weshalb wir diese Arten eigentlich da haben, was die Landesarchitektur da machen, was ich unter einer nachhaltigen Pflanzenverwendung verstehe und was sich eben auch daraus ergibt, welche Folgerungen und wie ich das hier vielleicht auch bewerten würde. Ich denke, es ist keine besondere Überraschung, dass wir natürlich fremdländische Arten überall dort haben, wo wir sie brauchen, dass fremdländische Arten letztlich auch eine der Grundlagen unserer Kultur sind. Ich meine hier gar nicht die Landschaftsarchitektur oder Gartenkunst, wenn Sie sich allein denken, was wir an Gemüsepflanzen oder sonstige essbare Pflanzen haben müssen, die alle nicht oder nahezu keine von hier, sondern alles ist irgendwo her eingeführt. Und unsere Kultur beruht darauf, dass wir diese Pflanzen letztendlich auch zur Verfügung haben. Natürlich hat auch die Gartenkunst ihren Anteil daran, dass sehr viele von diesen exotischen Pflanzen eingeführt worden sind, weil die Exotik irgendwann sehr schick galt. Und wenn Sie in englische Gärten gehen, wie zum Beispiel nach Didcot, dann sehen Sie, dass die Exotik nahezu gefeiert wird. Man möchte eben auch den grauen, grünen Brexit einfach gleich ausbrechen und mal hier in diese schöne Welt der Gärten hineintauchen, was wir als Mitteleuropäer ja auch sehr gerne machen. Diese Gärten sind also gestrickt mit fremdländischen Pflanzen. Die Idee, die hier rauskommt, ist natürlich eine gewisse Pflanzenbegeisterung. Es gibt Leute, die sammeln Pflanzen, die glauben gar nicht, was man alles sammeln kann. Man kann alpine Riemen sammeln, man kann auch Rippen sammeln, man kann Läden sammeln, man kann auch Bäume sammeln. Also es gibt Leute, die Blumen sammeln zum Beispiel. Ursprünglich war das natürlich mit einem sehr hohen Prestigedenken verbunden, heutzutage vielleicht weniger, wobei wenn wir gerade das auf der Baustelle Buchs gesehen haben, so eine Buche war es, glaube ich, oder weiß ich nicht, die so eine Achtform, die dürfte dann auch irgendwann die 2.000, 5.000 Euro kosten, damit kann man schon seine Vorgaben bestimmen und zeigen, was man hat. Und letztlich ist es natürlich was uns besonders umfreit, der Gestaltungswille, was man natürlich dann letztendlich auch machen kann. Ja, deshalb hat sich eben diese Vielzahl der Pflanzen entwickelt, die hat sich sehr früh entwickelt. Die Tulpe war kaum eingeführt, schon wurde eine Vielzahl von Tulpen hier eben präsentiert und gezüchtet. Wobei nicht gezüchtet wirklich, sondern eben weiterentwickelt und auch hier Kupfer gestochen, ganz in der Nähe in Eichstätt hat man das gemacht, um letztendlich auch zu zeigen, was man alles hat, aber auch um diese Begeisterung weiterzugeben, die damit verbunden ist. Diese Begeisterung hat bis zu Exzessen geführt. Sie sehen hier ein Beispiel aus dem sogenannten Spätbuch von 1920, das 1930 aufgelegt wurde. Das sind zwei Seiten, die nur Fliedersorten zeigen. Zwei Seiten, muss ich dazu sagen, von fünf Seiten des Spätbuches, die nur Fliedersorten zeigen. Also Sie merken schon, man kann sich da richtig hineinsteigern und offensichtlich gibt es viele Leute, denen das emotional auch unglaublich viel bedeutet, sich in einer solchen Fliedersorten zu ergeben. Die gibt es heute auch noch. Wir haben ein sehr schönes Zitat von Schaffek aus dem Jahr der Gärte, wo er das so ein bisschen auf die Spitze treibt, was eigentlich diesen Liebhaber so ein bisschen ausmacht. Diese emotionalen Zugänge sind aber nach wie vor vorhanden. Und wenn Sie zum Beispiel diese Alpinszene kennen, wenn Sie sich mal irgendwelche Spaltengärten, zum Beispiel im Lokalschgarten,
im Hof ansehen, dann wissen Sie, was ich meine, was dort an Tassa untergebracht ist. Das ist eigentlich eine unglaubliche Anzahl. Ich habe es mal versucht zusammenzutragen, was uns so üblicherweise in Staudenkatalogen angeboten wird. Also es fängt von niederländischen Staudenkatalogen um die 1000 hier bei Geismayr oder bei Professor Schaus, ich schätze mal so ein, 2.000, 3.000 Taxa, die alleine heute zu diesen Staudenkatalogen zu finden sind. Wenn man das Ganze zusammenrechnet, und das ist jetzt ein grober Schätzwert, und ich glaube, ich bin hier nicht in meinen Zahlen, dann würde ich mal schätzen, dass an die 10.000 Taxa von Dreilandpflanzen, also nicht von Unterklassen, die heute in Deutschland vorkommen, und das, was man nicht kriegt, kann man in der Regel das Internet beziehen, sei es als Samen oder sonst irgendwie. Also das ist schon eine gewisse Fülle, die hier letztendlich heutzutage erhältlich ist. Ja, wie steht es nun mit der Pflanze und der Landschaftsarchitektur? Also ich möchte ein Stück weit, das ist ja so ein bisschen mein Anliegen, eigentlich die Landschaftsarchitektur und die Pflanze wieder zusammenzubringen. Was muss man eigentlich erstmal wissen? Was will die Pflanze, die Landschaftsarchitektur eigentlich mit der Pflanze? Erstmal kann man sagen, dass die Landschaftsarchitektur und Gartenkunst fast so ein bisschen synonym zur Behandlung ist. Das ändert sich aber so ein Stück weit schon im Laufe des 20. Jahrhunderts, wo man eben beginnt, auch auf andere Dinge zu achten, wo man eben sehr viel funktionaler an Freiräume herangeht, wo es nicht nur darum geht, Freiräume für irgendwelche Herrschenden zu schaffen, sondern wo es wirklich auch für die soziale Freiräume zu schaffen. Und dann fängt man auch an, über das Material nachzudenken und fängt darüber nachzudenken, ob die Fülle des Materials wirklich das ist, was man letztendlich braucht. Und so sieht man schon Anfang des 20. Jahrhunderts, dass es zu der sogenannten Form der Gartenkunst kommt, dass sich Leute wie Herr Löhmann hier zum Beispiel Gedanken machen zu einer sparsamen und sinnvollen Verwendung von Exoten und eigentlich damals schon zu relativ zu den heimischen Gehölzen oder Pflanzen zurückkehren. Deshalb muss man sich eigentlich auch nicht wundern, wenn man heutzutage im Park so Gärten sieht, die auch relativ neu angelegt sind, die uns so ein bisschen schon typisch, Typus eines neuen Parks verkörpern, dass man da eigentlich gar nicht so unbedingt die Fülle dieser Pflanze erlebt, sondern eigentlich, wenn er gut ist, wirklich eher eine gezielte Auswahl von Pflanzen, die man also wirklich bestimmt, auch in diese Zusammenhang führt. Hier zum Gleisdreieck sehen Sie so spontane Routinenaufruf, der eben ergänzt wird durch Pflanzen, die in diese Richtung gehen und vielleicht auch darüber hinausgehen, die zusätzliche Qualitäten bilden, aber die trotzdem so ein Stück weit auf das fußen, was letztendlich hier da ist, beziehungsweise auf das fußen, was sinnvoll hier einzubringen ist. Denn Pflanzen, denke ich zumindest, sind nach wie vor ein unversichtbares Material in der Landschaftsarchitektur, weil sie einfach ein besonderes Material sind, ein lebendes Material, das Orte, Atmosphären entstehen, Umweltqualitäten. Heute reden wir sehr viel über Klimaveränderung, das sind Pflanzen, Bäume, Gehölze natürlich auch unglaublich. Ich glaube, sie sind auch unglaublich wichtig für die Menschen der Stadt, um eine Idee von Natur zu bekommen und eben eine andere Idee von Leben zu bekommen, auch letztendlich um sowas wie Ökologie möglicherweise zu verstehen. Und man sollte nicht unterschätzen, dass sich Leute schlicht und einfach gerade freuen, dass sie mal was Hübsches fühlen, das sehen. Deshalb bin ich sehr dafür, dass die Klassen auch mal die Idee haben. Okay, das sieht man zum Beispiel an manchen Objekten wie dem MFO-Park, wo man wirklich mehr auf eine Vielfalt gegangen ist, wo man auch ein Stück weit von dieser Vielfalt sieht, aber diese Vielfalt hat eben auch eine Funktion, in dem Fall ja eine Funktion, eben diesen Raum zu verändern, diesen Raum zu qualifizieren. Und das ist ein sehr schönes Beispiel davor, wo man wirklich ganz intensiv mit solchen Universitäten und Länderplatten gearbeitet wird. Um das aber so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, was für mich wichtig ist in Landschaftsarchitektur, ich habe diese sehr schöne Definition gefunden von Frau Meyer, die sagt, I believe that works of landscape architectures are more than design ecosystems,
woman's strategies for open-ended processes. They are cultural products with distinct forms and experiences that evoke attitudes and feelings through space, sequence, and form. Also versuchen wir an das Architektur auch über die Pflanzen, Bäume, Orte zu gestalten, die funktionieren, ja auch darüber etwas hinaus für die Menschen bewirken. Wie sieht nach meiner Ansicht nach eine moderne, nachhaltige Pflanzenverwendung aus? Meiner Meinung nach müsste eine Pflanzenverwendung darauf abzielen, dass der landschaftsarchitektonische Entwurf zielführend damit weitergedacht wird, aber auch, dass die Pflanzen langfristig funktionieren. Also die Idee, dass hier wirklich etwas gemacht wird, was im Sinne des Erfinders ist, was aber auch letztendlich überlebensfähig ist. Wenn wir darauf kommen, dass Pflanzen überlebensfähig sein müssen, haben wir natürlich auch sofort die Idee, Überlebensfähigkeitsstandort angepasst, heißt letztendlich Pflanzen, die vielleicht dort schon vorkommen, also Arbeit mit Spontanvegetation kommt darunter, oder auch Arbeiten mit Pflanzen, die vielleicht nicht vorkommen, aber trotzdem gut funktionieren. Arbeit mit Spontanvegetation brauche ich hier, glaube ich, nicht vorstellen. Während meiner Zeit hier bei Stefan habe ich ja sehr viel Vorlesungen auch bei Peter Latz gehört, und das war eigentlich die Zeit, wo man sich Gedanken gemacht hat, wie diese Industrielandschaften weiter funktionieren. Und das ist natürlich die Pflanzen, Spontanpflanzen, ein wesentlicher Bestandteil, weil es eben nichts gibt, was authentischer ist auf dieser Fläche, und nichts gibt, was mehr von der Geschichte dieser Fläche erzählen kann, als die Ruinen und die dazugehörige Vegetation, die letztendlich zusammen eben diese unglaubliche Idee da bilden. In diesem Zusammenhang kommen natürlich sofort wieder die Ophyten ins Spiel, denn es handelt sich natürlich um ursprünglich gestörte, teilweise sehr gestörte Flächen, und zu dieser Idee des Spontanen gehört natürlich auch immer dazu, das, was sich dann eben hier anzieht, sei es Gartenflüchtlinge, sei es sonstige Ophyten, die sind hier, glaube ich, Bestandteil. Was mich besonders interessiert, ist die Art und Weise, wie sich Pflanzen weiter verhalten, wie also der Prozess Haftigkeit hier stattfindet, durch Wachstum, Ausgleich und Sukzession, weil wir ja wollen, dass das, was wir pflanzen, letztendlich auch längerfristig erhalten bleibt. Einer der Vorläufer von dieser Idee dieser Verwendung von Arten, die sich ausbauen und verwildern, ist William Robinson. Man hat also durchaus, Herr Vollmann, schon im 19. Jahrhundert gewusst, dass Pflanzen sich ausbreiten. Man wollte sogar, dass es verwildern. Also man hat bewusst Pflanzen eingesetzt, die letztendlich diese Möglichkeiten auch hier machen. Also Robinson ging es darum, Pflanzen einzusetzen, die auf der einen Seite hardy sind, also auf der einen Seite winterfest sind, auf der anderen Seite eben genauso gut wie heimische Pflanzen hier letztendlich wachsen und natürlich entsprechend auch und vorher keine Forschung mal jetzt und natürlich entsprechend auch blühen und sich hier zusätzliche Qualitäten schaffen, wie hier zum Beispiel Gerberwürze, die man in englischen Brachwerken heute noch sieht und die natürlich auch dort großzeitig verwildert ist. Wenn man hier zurück nach Pflanzen geht, die in sein Lebensbereichen, dann war das ja auch ein Ziel von ihm. Sein Ziel war, Lebensgemeinschaften zu entwickeln, die langfristig funktionieren, die sich gegen das, was über außen abschotten, und nicht nur dann letztendlich auch wachsen und auch ein Stück weit selbst erhalten. Das war im Grunde genommen auch genau die Idee, die Hansmann weiter konstruiert hat in seiner Idee der Lebensbereiche. Wir haben uns mit solchen Pflanzungen beschäftigt und wir sind gleich ins Volle gestiegen und haben uns mit prächtigen Pflanzen beschäftigt. Warum? Weil die Pflanzen zum einen, weil sie natürlich ganz andere Blütenaspekte haben, weil sie sehr spät blühen im Jahr und auf die Art und Weise ganz andere und neue Möglichkeiten.
natürlich vor allem großflächig für die Landschaftsarchitektur bieten können. Das ist ein Blick auf unsere Versuchsfläche, die leider inzwischen Geschichte ist. Aber Sie können sehr schön sehen, es schien zu funktionieren. Wir haben uns überlegt, wie kann man die etablieren, also welche Art und Weise der Etablierung passiert hier. Und wir haben hier teilweise mit Mulch gearbeitet, ohne Mulch, haben festgestellt, dass es eben mit diesem Mulch hier wunderbar funktioniert, sie zu etablieren. Natürlich haben wir immer einen gewissen Ausfall, das sind also unterschiedliche Mischungen mit 25. Das ist dieses mit 7 verschiedenen Arten. Aber wir haben festgestellt, letztendlich bleibt genügend Pflanzen übrig, damit das Ganze auch weiterhin einen schönen Aspekt ausbildet. Und wir haben dann geguckt, wie man die letztendlich auch pflegen muss. Wir sind davon ausgegangen, dass man Prärie-Pflanzen natürlich abbrennen muss, so wie es da einmal auch passiert. Wir haben festgestellt, dass es egal ist, ob man die abbrennt oder ob man die einfach abschneidet, funktionieren trotzdem einigermaßen. Und man hat auch hier genügend Überlebensarten natürlich ganz unterschiedliche Arten, um letztendlich dieses System aufrechtzuerhalten zu können. Wir sind auch ein bisschen weitergegangen und versucht, hier im öffentlichen Grün zu arbeiten. Das ist ein sehr wirres öffentliches Grün, wie Sie hier sehen. Das sind also hier die Bauten rings um Berlin herum, wo wir eben so Großwohnsiedlungen haben, haben versucht, hier Arten einzubringen. Das hat nicht in dem Maße funktioniert, weil hier die Konkurrenz durch die bestandesbildende spontane Vegetation doch relativ hoch ist. Wir haben es mit Prärie-Arten versucht, aber auch mit Steppenarten. Wir haben festgestellt, dass die Steppenarten vielleicht auch aufgrund des Klimas hier dann doch besser funktionieren wie die Prärie-Arten. Aber wenn Sie hier sehen, nach 3 Jahren haben wir Überlebensraten immerhin von 60-70% bei verschiedenen Steppenarten. Also letztendlich haben wir schon Möglichkeiten, damit zu arbeiten und die Arten sind offensichtlich gut genug und stabil genug, um hier auch zu überleben. Ja, was bedeutet das? Letztendlich bedeutet das natürlich, dass es genau die Arten sind, die vielleicht auch dann möglicherweise die zukünftigen Invasoren sind. Trotzdem denke ich mir, dass es eben sehr wichtig ist, mit solchen Arten zu arbeiten. Die Highlight wurde gerade erwähnt, das ist eigentlich das, was die Objekte der Landschaftsarchitektur, eigentlich kann ich es nicht mehr sehen und trotzdem zeige ich es hier, weil es irgendwie jeder kennt. Es ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil es ein ziemlicher Fake ist, was hier steht, es soll spontan sein, aber es ist letztendlich alles technisch neu gemacht, aber es zeigt zumindest, dass die Idee des Willen, des Spontanen hier eine unglaubliche Faszination ausübt auf dieser Diversität von Pflanzen. Und deshalb zeige ich noch ein Projekt, wo ich es eigentlich viel schöner finde, wenn ich Gleisdirekt Park in Berlin, wo man also wirklich versucht hat, mit dieser Diversität zu arbeiten und mit dieser Diversität dann solche funktionierenden Pflanzengesellschaften auszubilden. Die hat man sich nicht nach Städte oder Prärie orientiert, sondern ein Stück weit nach ästhetischen Gesichtspunkten. Sie sehen hier so eine grau-weiße gelbe Fläche, also eine Fläche, die hier eben auch die Dinge zusammenbringt, die hier zusammengehört. Gut, dann kommen wir zum Thema, was gut wächst, kann sich auch gut ausbreiten. Die Dinge kennen Sie alle und die haben sich wunderbar in Deutschland inzwischen vermehrt. Sogenannte Stinsenpflanzen, wie wir sie hier zum Beispiel auch sehen. Sowas ist inzwischen eine Attraktion im Umland von Berlin. Die Leute fahren aus, um so eine riesige errannte Sichtflächen zu sehen. Irgendwie nimmt da keiner Anstoß und wenn man sieht, was eine Liste ist, dann ist es doch eine gewisse Anzahl von Arten, die letztendlich hier auch durchaus eine gewisse, ja, nach was aussehen, die also hier durchaus showy sind und sich hier ausgebreitet haben. Ich habe mich mal dafür interessiert, welche Arten denn, Sie erinnern sich an William Coulson, der eben die Überwinterung eingeführt hat. Und ich habe mich mal interessiert, was ist denn aus den Arten passiert, die William Robinson empfohlen hat. Und habe nachgeguckt, wie die beiden inzwischen eingeführt sind. In der britischen Flora
kann ich Gott nicht zuordnen, also hier sind an die 170 Arten, die nicht so richtig zuordnenbar sind. Aber von denen, die ich zuordnen konnte, 604 Arten, die ich gefunden habe, sind immerhin 230 neolithisch inzwischen dort zu finden. Also es war ziemlich erfolgreich, was der Ian Robertson da gemacht hat. Also seine Wiedervergüterung ist durchaus aufgegangen. Insofern muss man einfach zugestehen, most invasive plants have been introduced for horticultural use by nurseries, botanic gardens and individuals. Ich glaube, das ist ziemlich umstritten mit diesen Effekten, muss man sich beschäftigen. Mit diesem Effekt hat sich auch den Schmutz beschäftigt. Wir haben gerade schon von ihr gehört, die eine grüne Liste der Pflanzen aufgestellt hat oder zumindest eine Methodik für eine grüne Liste entwickelt hat. Das heißt, dass sie wollte Pflanzen herausfinden, mit denen man weiterarbeiten kann, die also in Zukunft nicht weiter invasiv sein können. Sie hat 534 Arten, nicht alle Arten geprüft, 13 davon haben den Test bestanden. Wenn man das jetzt ein bisschen hochrechnet, kommt man dazu, dass wenn man annimmt, dass man 1000 Taxa zur Verfügung hat in Deutschland, dann können wir in Zukunft für die Pflanzenverwendung 22 Arten nehmen. Das ist ziemlich wenig, das sollte man jeder sichern, das ist eigentlich keine Basis, auf der man Pflanzenverwendung betreiben kann. Noch dazu, wenn man sich die Arten ansieht, hier ist noch eine Liste, die es beigelegt hat, und ich weiß nicht, ob Sie alle kennen, aber es sind zum Beispiel Arten dabei. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Klasse mit Globularia cordifolia gemacht haben. Das ist so ein ganz niedriger Spalierstrauch aus dem alpinen Bereich. Oder der Ringium alpinum habe ich noch nie gut gesehen, wenn es nicht nur 2000 Meter hoch wächst. Die Tandus albus ist offensichtlich in England ein Neophyt oder zumindest dort nicht verbreitet. Ist aber auch phototoxisch, soweit ich weiß. Aber das kann man vielleicht nicht auch noch. Also das Problem mit so einer Liste ist, es liegt einfach, dass sie zu wenig sind und dass die Arten übrig bleiben, mit denen kann man nicht arbeiten, weil sie letztendlich keine Grundlage für eine Pflanzenverwendung darstellen, bei der die Pflanzen auch länger als ein Jahr überleben. Ja, da kann man es auch ein bisschen anders sehen. 1254 Höhe von Pflanzen sind auf den britischen Inseln heimisch. 231 zusätzliche Arten sind die, die aus der Robinson-Liste kommen. Da haben wir dann virtuelle Landschaften finden. Ja, ein bisschen was Emotionales, vielleicht auch ein bisschen was Provokatives als nächstes. Das heißt schon, das Trend ist nicht mal ein wissenschaftliches Thema. Das, was wir machen, ist ja in der Regel, dass wir gewisse Wertstellungen machen. Wir beschreiben, was passiert und dann sagen wir, Pflanzen sind gefährlich oder Pflanzen sind feindlich und so weiter. Das ist ja etwas, was eigentlich nicht aus unserer wissenschaftlichen Analyse herauskommt, sondern es ist ja eigentlich etwas, wo wir Wertmaßstäbe diesen Pflanzen und dem Geschehen beitragen. Und vielleicht muss man da auch so ein bisschen mal anders drauf gucken. Die fremde Kultur, die Exotik, hat immer eine große Faszination gehabt in Gärten. Wenn Sie Gärten sich angucken, dann sehen Sie sowas. Das ist eine Moschee in Schleswig und die Moschee ist nicht da, weil das für den Muslim, Muslime waren zu dieser Zeit, sondern die Moschee ist da, weil man es einfach geil fand, so ein exotisches Gebäude hier zu haben. Das, was für die Gebäude gilt, gilt natürlich letztendlich auch für die Pflanzen. Man hat sich eben, glaube ich, daran erfreut, dass man was hat, was irgendwo anders zu finden ist. Man kann es auch ganz anders sehen. Hier eine Lautbarung des BFN von 2003 über invasive Neophyten, wo es eben darum geht, weltweit die große Bedrohung der Vielfalt, die große Schäden an Hausmauern, Wegbefestigung, Rohrleitungen und sie gefährden auch die Gesundheit. Ich dachte immer schon, die aber der BFN weiß es offensichtlich anders. Ja, wir haben gerade gehört, neben den historischen Werten, neben der Landschaftsarchitektur, neben den Pflanzenfreunden sind natürlich auch die botanischen Werten dafür zuständig,
Und so sehen wir natürlich auch, dass die vulkanischen Gärten mit diesem Thema auseinandersetzt. Und hier zum Beispiel auch wieder diese Schichtung Amerikaner und vulkanischen Gärten dann die Fahne als Verbringerin der heimischen Flora apostrophiert. Da weiß man sehr gleich, mit welcher schlimmen Pflanze man es hier zu tun hat. Man kann es geht auch noch besser, wenn Sie nach USA gucken. Wanted, dead or alive oder vielleicht doch nicht alive. Also lieber dann doch tot. Also die Idee, und das wollen wir nicht machen, geht noch ein bisschen weiter. Also man kann sie natürlich dann auch loswerden. Diese Grafik ist relativ alt. Ich habe leider nichts Neues gefunden, aber es zeigt natürlich auch, wie weit letztendlich diese Ideen, was sich in Arten auch inzwischen in die Allgemeinheit vorgedrungen ist und wie viel damit auch mit dieser emotionalisierten Berichterstattung letztendlich auch passiert. Das ist keine Darstellung der Schurkenstaaten, die die USA bedrohen, sondern das ist eine Darstellung der Nurseries oder der Handelsagenturen, die Hannover offensichtlich seine Pflanzenphysiologie an den Mann bringen musste, beziehungsweise an die herrschende Schicht bringen musste. Und es ist relativ schwierig, wenn man eben hier aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die auf jeden Fall wichtig sind, solche Schlussfolgerungen. Es geht auch ein bisschen anders. Ich zitiere hier mal einen Gärtner, der zur gleichen Zeit gearbeitet hat und gelebt hat und der das ganz anders gesehen hat. Der also hier in Deutschland zeigt, die Darstellung ist von 1936 und er festgestellt hat, ja, wie toll das ist, dass er so viele Pflanzen im Garten hat und wie weit Deutschland durch diese Pflanzen und durch das, was er hier hat, mit dem Weltteil in Verbindung tritt. Und er ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat sich nämlich ganz aktiv auch gegen das gestellt, was also von den Leuten, von einigen damals eben ja, gefordert worden ist und hat hier etwas sehr erstaunlich verkauft, weil er eigentlich sehr unpolitisch ist, aber er hat hier etwas geschrieben, wo man sich eigentlich wundert, dass es dazu mal publiziert worden ist. Also für Heimatpolitaner und ihre Überfremdungsängste haben hier nur ein Lächeln und empfinden sie gewissermaßen als vom Sturm der Entwicklung entrotzende Leute. Also, es gibt sehr unterschiedliche Ansichten auf dieses Thema und man sollte sehr vorsichtig sein, denke ich, wie man seine Herstellungen hier macht. Die Alternative, heimische Arten, ist natürlich liegt relativ klar aus der Hand. Heimische Arten sind offensichtlich ziemlich verrot zur Zeit. Selbst Haley verkauft damit ihre seine Kräuter. Wie Sie sehen, dahinter sind Kräuter, so ein Ananas-Seil bei einem Estragon, nichts Heimisches auf jeden Fall. Okay, das sind die, glaube ich, gehört auch nicht unbedingt zu den heimischen Arten. Also man versucht hier relativ gut auf dieser Schiene zu fahren und es funktioniert relativ gut. Es führt so weit, dass man auch Pflanzen, heimische Pflanzen für Großstädte empfiehlt. Ich denke, da muss man so ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe viel mit Ivo Kovarek darüber gesprochen und er sagt, es ist eine Möglichkeit. Natürlich ist es eine Möglichkeit, aber es ist natürlich auch die Frage, wie weit Städte, von denen wir wissen, dass sie anders funktioniert haben, dass sie anders Klima haben, dass sie letztendlich auch für die menschlichen Funktionen anbieten müssen, wie weit Städte wirklich der richtige Ort sind, um gebietseigene Arten einzubringen. Das Netzwerk für die Universitätsforschung hat sich sehr aus dem Fenster gelehnt, also 2011 die Bundesgartenschau ging. Sie hat sich sehr viel Zierpflanzen auch wieder mit dem neophytischen Argument eingesetzt, hat von einem Einheitsbrei in der Pflanzenwelt gesprochen und eben immer wieder auf dieses regionale verwiesen. Ich denke, wenn es um die Versorgung mit Nahrungsmitteln geht, ist es eigentlich eine ganz schöne Sache, ob man wirklich nur regionale Zierpflanzen einsetzen könnte, das mag ich ein Stück weit zu bezweifeln. Als Beispiel für eine regionale Zierpflanze wurde hier Geranium pratense erwähnt. Mit diesem Bild. Ich hoffe, es fällt Ihnen auf, wo der Fehler ist. Es ist kein Zahnhexe, das ist nämlich Geranium magnificum.
Fraktionszusammen, insofern muss man natürlich auch seine heimischen Pflanzen kennen. Ich meine, letztendlich ist es mir egal, ob es Pratense oder Magnificum ist, aber ich glaube, man sollte auch so ein Stück weit denken, dass man nicht allgemein die Dinge beurteilt, sondern dass man vielleicht auch ein bisschen genauer überlegt, was die Möglichkeiten und Ideen des einen oder des anderen sind. Und abschließend hier nochmal diese Grafik, wenn wir die heimische Esche nur noch pflanzen, haben wir ein gewisses Problem. Das wissen wir inzwischen, ob das Eschenkrieg sterben, während wenn wir hier auf dieser Bereiche sind, dann sind wir auf der sicheren Seite. Also es gibt sehr viele gute Argumente, denke ich mir auch für mich, heimische Arten, und ich denke, in diesem Sinn meine Kollegin Sanke wird weiter gleich noch einiges dazu hinzufügen. Ja, macht sich ein Ausblick. Es gibt jede Menge Probleme mit nicht heimischen Arten, mit Flüchteten, Gastflüchtlingen, mit invasiven Arten. Meine Kollegin Dukovic hat die mal so ein bisschen zusammengefasst. Das sind Veränderungen, die da sind, die weiterhin passieren werden, auf die wir uns vorbereiten müssen. Und es ist die Frage, ein Stück weit, wie wir letztendlich damit umgehen. Hier in Waldstephan bei Professor Raber habe ich gelernt, Ökosysteme stehen nicht still, Ökosysteme verändern sich. Veränderung ist ein Teil von Systemen. Und jetzt haben wir als Menschen in den letzten 100 Jahren durch Klimaveränderung, Globalisierung und natürlich durch unseren Pflanzenhandel ganz bewusst diese Veränderung herbeigeführt und wollen, wenn es um die Pflanzenzusammensetzung geht, plötzlich wieder ins 19. Jahrhundert zurück. Ich glaube, es funktioniert nicht wirklich und man muss sich ein bisschen überlegen, wie man mit dem umgeht, was man da macht und welche Chancen sich letztendlich auch darin zeigen. Und somit hier ein letztes Zitat, was ich sehr schön gefunden habe. In Nature gab es einen wunderbaren Artikel, Don't Judge Species on Their Origins. Und dort steht, here 2 centuries on from the introduction of the concept of nativeness. It is time for conservatives to focus much more on the function of species and much less on their originated. Und um ehrlich zu sein, mich würde auch mehr interessieren, wie sich Solidarum Canadensis inzwischen hier eingefunden hat, welche ökosystemaren Zusammenhänge es entwickelt hat, wie sie sich inzwischen mit anderen Arten in Verbindung gesetzt hat, als sie zu bekämpfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollegen, für diesen Vortrag. Der Sieger war ein klein bisschen aus dem Käfig gelassen worden, um bei dieser Zirkusmetapher zu bleiben. Und wir werden uns im Laufe des Tages nachmittags mit der Frage beschäftigen, wie viele Dritten oder Tiger wir haben wollen. Das ist ja dann auch eine Frage der gesellschaftlichen Verantwortung, wie man das haben möchte. Aber die Position ist natürlich sehr spannend und ich erörte sich. I have a question about the using of native species. Hat jemand eine Belastung? Wird probiert, Ökosystemfunktionen und eigentlich evaluieren, quantitativ, wie einheimische Arten machen die Ökosystemprozess und wie machen das die Fremdarten? Eigentlich zusammen die Fremdarten sind nett, aber gibt es da so ein paar Belastungen? Ich bin mir nicht ganz der Richtige, um die Frage zu beantworten. Das müsste vielleicht eher den Kollegen Kollmann gehen. Soweit ich weiß, gibt es natürlich sehr viele Untersuchungen, die aber, glaube ich, immer sehr schwierig, wenn ich die richtig, ich habe den gerade im Kopf,
Sehr schwierig ist der Vergleich natürlich immer. Was ist eine vergleichbare heimische Art, was ist eine vergleichbare nicht heimische Art? Ich denke, es kommt auch immer darauf an, was man da untersucht. Untersucht man irgendwelche biologischen Zusammenhänge, Nahrungsketten, irgendwelche biozoologischen Zusammenhänge, oder untersucht man zum Beispiel jetzt Ökosystem Functions wie die Temperatur, Temperaturminderung, wie Grünbestand in der Stadt. Also ich glaube, in der Tendenz ist es so, dass heimische Arten natürlich bezüglich der Biofunktionen besser sind, aber nur in der Tendenz. Es gibt jede Menge Ausnahmen auch. Deshalb ist der Vergleich immer ein bisschen schwierig. Ich denke, wenn es so um Ökosystemfunktion der Stadt geht, für die Menschen, für die für Klima zum Beispiel, Abschreckung und so weiter, dann glaube ich, dürfte da kein großer Unterschied sein, wenn ich sogar ein Plus für die nicht heimischen Arten, weil ich teilweise einfach heutzutage besser funktionieren. Aber da muss man, das bin ich glaube ich nicht der ganz richtige Unterschied. Nein, aber ich will auch nicht verpacken. Die Diskussion, die Sie hier ganz kurz angesprochen haben, mit diesem sehr heiß diskutierten Artikel von Davis, ist ja auch eine starke Gegenposition, mit dem man einen anderen Konzept und nicht Autoren, zeigt für mich Folgendes. Das würde ich vielleicht gerne ganz kurz aus meiner Sicht zumindest kurz darlegen, nämlich dass es ein sehr emotional aufgeladenes Thema ist, in dem sich wissenschaftliche Daten und auch wissenschaftliche Daten, die nicht freien Werthaltungen, dazu, überschneiden mit Werthaltungen, die Individuen haben, die sie aber häufig nicht selbst reflektieren, und mit Interessen, die manchmal reflektiert werden, aber nicht als Interessen deklariert werden in einer Diskussion. Und ich sage jetzt beispielsweise, nur als willkürliches Beispiel, ich möchte mir auf keine Position jetzt einnehmen, aber ich möchte es illustrieren, was ich damit meine. Da kann man sehr, sehr lange drüber diskutieren, und wir auch vermutlich nie einen Konsens finden, auch weil für alle gesellschaftlichen Akteure nicht einbeziehen wird. Das Beispiel Solidarus Idernae oder Solidarus Serotina als Vertreter einer häufigen neophytischen Art, die auch als Nutzpflanze eingeführt worden ist, die einen gewissen ornamentalen Wert hat. Und Sie haben auf dem Foto gezeigt, das auch zeigt, dass gewisse Ökosystemfunktionen gut übernimmt. Auf dem Foto, wo Sie die Blüter von sehr vielen Bienen zu sehen, ist eine sehr nektarreiche Pflanze. Gleichzeitig ist eine der häufigen Neophyten in gewissen Lebensräumen, in moderaten Lebensräumen, wo sie vielleicht aus Naturschutz sieht, das ist für die meisten Naturschutz wahrscheinlich kein Problem sein würde, aber auch beispielsweise in Orten, die sich auch an den Wiesern. Okay, das heißt, es gibt auch die Kontextabhängigkeit, wo tritt die Art in die auf? Und unter welchem Fokus oder auch unter welchem Filter betrachte ich die Art? Und welcher dieser Filter ist mir jetzt aus meiner persönlichen Sicht, vielleicht aber auch aus meiner beruflichen Sicht, wenn ich Imker bin beispielsweise oder wenn ich Landschaftsplaner bin, der wichtigste oder Beschützer? Da habe ich einen anderen Filter. Und wenn ich alle diese Argumente dann in eine Diskussion einbringe, aber häufig nicht klar hinterfragen und analysiere, dann kommen natürlich diese Diskussionen raus, wo ich glaube, beide Seiten zu kurz denken, dass ihre eigenen Prämissen nicht hinterfragen, die sie nicht ausreichend hinterfragen und dann Schlussfolgerungen machen oder auch teilweise ja, Schlussfolgerungen ableiten und sozusagen auch als die einzig richtige postulieren, wo ich glaube, dieses entspricht die Differenzierung dieses Themas. Damit würde ich das schließen. Vielen Dank wieder fürs Platz mit Arthur Kinnes. Und weil wir vorhin mal die Anmerkung